fühle mich sehr nah verbunden, aber ich fühle mich auch so, dass ich zu der Schweiz gehöre. Dann haben wir so und sehen, da bin ich zwei, die haben auch schon. Ich bin Jane aus Südkorea und willkommen bei meinen zwei, die haben. Und gehe in der dritten Klasse. Mein zweites Zuhause ist Südkorea. Ich habe eine Schwester, eine Mutter und einen Vater in der Schweiz. Meine beiden Eltern kommen aus Korea. Meine grössten Hobbys sind Gigaspiele, Klavierspiele, Lesen und Zeichnen. Südkorea befindet sich in Ostasien. Es ist ein mittelgroßes Land, fast dreimal grösser als die Schweiz. Landschaft ist gebirgig, sonst ist fast alles Stadt. Einwohner hat 50 Millionen in ganz Südkorea und ein Viertel bleibt in Seoul. Wenn man in Südkorea reisen würde, sollte man unbedingt die Hauptstadt Seoul besuchen. Seoul ist eine der grössten Städte auf der Welt. Und es gibt einen grossen Fluss, der heisst Hangang. Und die Breite vom Fluss ist ungefähr 1 Kilometer. Ich habe jetzt gerade Hamburg an. Das ist die typische traditionelle Kleidung von Südkorea. Das war früher eine Alltagskleidung. Jetzt denken wir es nur noch an spezielle Anlässe. Zum Beispiel an Neujahr und auch an Hochzeit oder an Familienfest. Also ich bin zweisprachig aufgewachsen und ich würde über Koreanisch sagen, Koreanisch ist keine schwierige Sprache. Aber ich kann nicht so gut schreiben. Wir gehen oft nach Südkorea, mindestens einmal pro Jahr. Sommerferien oder Frühlingsferien. Es geht ca. 11 Stunden. Ich habe etwa 20 Verwandte in Südkorea. Mir gefällt am meisten Familie und Essen. Das feinste Essen ist von meiner Grossi. Das tue ich auch essen, wenn ich satt bin. In der südkoreanischen Küche ist Kimchi besonders bekannt. Kimchi ist das fermentierte Gemüse wie Sauerkraut, aber gewürzt. Südkoreaner essen Kimchi fast bei jeder Mahlzeit, aber das ist kein Hauptgericht, sondern nur eine Beilage. Es ist mega scharf, aber es ist fein und gesund. Wir essen jetzt Bibimbap. Bibimbap ist ein koreanisches Essen. Das Rindfleisch, Spiegelei und verschiedene Gemüse, Reis. Das ist eines meiner Lieblingsessen. Zuerst tut man da Reis drauf und dann tut man da zuerst mal Rüebli drauf. So, auf einer Seite. Das sind alles gekochte Gemüse. Und dann tut man noch Rindfleisch drauf. So. Und dann tut man ein bisschen Gochujang drauf und dann auch in der Mitte Spiegelei. Dann tut man alles zusammenmischen. Jetzt tut man es umfassen. Ich habe
angefangen zu Geige spielen, als ich 5 war. Am Anfang war es schon schwer. Aber jetzt geht's. Ich habe bis jetzt 3 Konzerte gespielt. Das letzte Konzert, das ich gemacht habe, war im Mai in der Turnhalle in Zürich. Alle meine engen Freunde haben mindestens ein zweites Zuhause. In unserer Klasse hat es kein Kind, das kein zweites Zuhause hat. Wenn man ein zweites Zuhause hat, kann man mehr Kulturen und Sprachen im Kopf haben. Und das ist dann cool. Ich vermisse meine Großeltern und das Essen von Südkorea, wenn ich in der Schweiz bin. Und wenn ich in Südkorea bin, vermisse ich meine Fische, meine Freunde und den Käse. Hey, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, abonniert doch unseren Kanal.